für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf den Zuschauertribünen. Wenn wir über Rente sprechen, dann gucken wir natürlich in die Vergangenheit. Wir schauen auch ein bisschen in die Gegenwart. Aber wir vergessen oft, richtig in die Zukunft zu schauen. Und ich will beides am Schluss dieser alles reiß zum Schluss dieser Debatte machen. Wir diskutieren seit Jahren, ich bin seit 1998 Mitglied dieses Hauses, jährlich diskutieren wir das Thema Überleitung Rentensystem Ost in das gesamtdeutsche Rentensystem. Und dabei sind natürlich auch die Sondersysteme immer wieder Ziel der Diskussion der Linken. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, die gesetzlichen Regelungen von 1992 haben nicht alles so bedacht, wie es sein musste. Und ja, es ist zu Ungerechtigkeiten gekommen. Und auch noch mal, ja, ich verstehe, wenn Menschen sich an dieser Stelle auch ungerecht behandelt fühlen. Aber, und das sage ich auch zum wiederholten Mal, wir haben am 2. Oktober letzten Jahres das letzte Mal zu diesem Thema gesprochen, nur unter einem anderen Titel. Aber da habe ich auch gesagt, das, was mein Kollege Weiß und andere Vorredner, auch unter anderem Herr Kurt, gesagt haben, diese Rentensystematik, die gewählt wurde, kann diese besonderen schwerwiegenden Härtefälle nicht auffangen. Und genau darum sagt die SPD doch immer wieder, wir brauchen einen Härtefallfonds. Wir wollen eine Lösung für Menschen, die besonders betroffen sind. Und darum der Härtefallfonds. Davon gehen wir nicht ab. Ich möchte den Blick in der als letzte Rednerin dieser Debatte ein bisschen weiten. In der Gegenwart erleben wir ja immer wieder, dass der niedrigere Rentenwert im Osten einfach da ist. Und für viele Menschen im Osten der Republik heißt das auch, das ist das Symbol, dass ihre Lebensleistung im vereinten Deutschland nicht so wertgeschätzt wird, wie es sein sollte. Und ganz deutlich ist es auch in dieser Debatte bei der Mütterrente geworden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wiederhole das auch zum Schluss noch mal. Die Große Koalition hat gesagt, wir legen jetzt den Fahrplan für ein einheitliches Rentensystem vor. Dazu stehen wir. Und dann hat diese Diskussion auch endlich ein Ende. Bislang steht dem niedrigen Rentenwert, das hat auch Kollege Weiß gesagt, der Höherwertungsfaktor zur Seite, will ich mal sagen. Und auf diese Weise werden ja die niedrigeren Einkommen Ost höher bewertet als die Einkommen West. Und diese Hochwertung ist jetzt auch immer noch absolut notwendig. Schaut man sich die Löhne im Vergleich bei den Bundesländern an, dann liegen Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern ganz hinten. In Brandenburg, dem Land, in dem die höchsten Einkommen im Osten erzielt werden, waren es 2015 446 Euro weniger als in Schleswig-Holstein, dem Land mit dem niedrigsten Einkommen im Westen. Wer sich die niedrigeren Löhne im Osten anschaut in der Gegenwart, der bekommt dann auch einen klaren Blick für die Zukunft. Und die Lage auf dem ostdeutschen Arbeitsmarkt, meine Damen und Herren, die hat einen Preis. Und der Preis heißt niedrigere Renten in der Zukunft. Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung, niedrige Löhne, all das schlägt sich in niedrigeren Rentenbeiträgen und später natürlich auch in niedrigen Renten wieder. Niedrige Renten aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die im Osten eben nicht mit Betriebsrenten oder mit privaten Lebensversicherungen aufgestockt werden. Meine Damen und Herren, darum sage ich das ganz deutlich, die Gegenwart macht mir nicht so viel Sorge wie die Zukunft. Das Armutsrisiko, die Armutsgefährdungsquote in allen westdeutschen Flächenländern bei den heute 50- bis 64-Jährigen sinkt, aber sie steigt in den Stadtstaaten und in allen östlichen Bundesländern. In Sachsen wird sie am dritthöchsten sein. Während die Renten im Westen stabil bleiben,
sinken die Renten im Osten. Für die Leute, die zwischen 1962 und 1971 geboren wurden, werden die Renten mit ungefähr 600 Euro im Bereich der Grundsicherung liegen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese abzusehende Entwicklung bei den Renten im Osten ist dramatisch. Und sie wird weitergehen, wenn wir es nicht hinkriegen, auch im Osten angemessene Löhne zu zahlen. Und an dieser Stelle fällt mir eben auch immer wieder ein, da wo Gewerkschaften stark sind, werden auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stark vertreten. Da wird es auch eine bessere Unterstützung geben. Da verdienen Kollegen meistens auch mehr. Das heißt, jeder Arbeitnehmer ist auch dazu aufgerufen, sich selber zu vertreten oder vertreten zu lassen. Die Folgen dieser Entwicklung, das ist meine feste Überzeugung, sind nur innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung abzufangen. Und daran müssen wir arbeiten. Und darum sagen wir auch, die Solidarrente wird unser nächster Schritt dazu sein. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der ein oder andere mag vielleicht sagen, ich hätte heute das Thema verfehlt. Aber ich sage seit Jahren, dass die Ungerechtigkeiten, die entstanden sind bei der Rentenüberleitung, nur mit einem Härtefallfonds, mit einer Härtefallregelung gelöst werden können. Die Zukunft der Renten in den neuen Bundesländern sollte uns allen hier viel mehr Anlass zur Diskussion im Hohen Hause geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zum Schluss. Und das ist vielleicht auch ein bisschen schön. Ich bin seit 1998 Mitglied dieses Hauses. Ich habe es noch nie geschafft, Freitag die letzte Rednerin zu sein. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Vielen Dank.